Danke. Ja, liebe Freundinnen, liebe alle, die ihr zu Hause seid und als Delegierte und als Mitglieder unseren Parteitag, unsere Bundesdelegiertenkonferenz verfolgt. Ich glaube, es gab keine BDK, wo ich mir so sehr gewünscht hätte, dass ihr alle hier seid. Und ich glaube, dass die wenigen Menschen, die hier im Saal sind, euch alle sehr vermissen, denn wir hätten euch eigentlich wirklich hier vor Ort, nicht nur an den Bildschirmen, nicht nur am PC, nicht nur am Laptop gebraucht. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Das ist der Abschied von einem Amt, einem der schönsten Ämter innerhalb unserer Partei, nämlich der Bundesvorsitzenden. Und da verabschieden wir heute Annalena und Robert. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht ein Aufbruch zum Neuen. Denn wir wissen, euch alle ganz gewiss und mit ganz großer Unterstützung in zwei so wichtigen neuen Funktionen. Und so wie ich, glaube ich, teilt die Partei insgesamt, dass wir so froh darüber sind und euch wirklich dankbar sind. Und das ist erst der Anfang. Regula hat es gesagt, einige andere haben es zitiert. Heute sind es die Wurzeln für die Zukunft, die wir legen. Angefangen vor 4 Jahren hat es mit, das ist erst der Anfang. Und es war ein Anfang. Das hattet ihr versprochen. Ein neues Grundsatzprogramm, die Verdoppelung der Mitglieder auf 125.000. 10 grüne Landesregierungsbeteiligung, ein Ministerpräsident, eine Europagruppe im Europaparlament, die sich verdoppelt hat, gewachsen in Stadt und Land, in Ost und West und in allen Landesteilen, OberbürgermeisterInnen, BürgermeisterInnen, LandrätInnen, egal wie groß oder klein die Städte sind in Ost und West, überall sind wir präsent mit Kommunalas und Kommunalos, starken Fraktionen vor Ort und wir bestimmen dort ganz maßgeblich Politik mit. Und das ist etwas, das habt ihr auf den Weg gebracht. Und deshalb, glaube ich, können wir wirklich ganz klar sagen, ihr habt einen riesen Beitrag dazu geleistet, diese Partei auf diese Veränderung zu geben, mitzugestalten, maßgeblich an der Spitze das zu machen. Und ihr habt diese Partei maßgeblich mitverändert. Und ihr habt auch jetzt, nach ein paar Wochen, schon dieses Bild und das Gesicht dieser Regierung verändert. Und alle die Debatten im Deutschen Bundestag, die Auftritte der Regierungsmitglieder gesehen haben, wissen, was ich damit meine. Und dieses Stichwort ist heute schon oft gefallen. Die Frage, wie sehr ringen wir denn um Dinge? Wie diskursfreudig sind wir? Wie dialogbereit sind wir? Wie kämpfen wir mit Haltung, mit Härte, aber auch wirklich mit Überzeugung für etwas, was wir Zukunft nennen? Und das strahlt ihr beide aus. Das strahlen Anne, Cem, Steffi, unsere Regierungsmitglieder, alle gemeinsam. Claudia, sie war mal Managerin von Tonsteine Scherben. Jetzt ist sie die Managerin, die Staatsministerin für Kultur. Und wer daran vielleicht noch einen kleinen Zweifel hatte, hat heute ihre wahnsinnigen Kompetenzen und Leidenschaften wieder erleben können bei der Verabschiedung von Annalena. Ihr in der Regierung, ihr seid mittendrin. Genauso wie wir als Partei insgesamt und wir als starke, vielfältige, große, neue Fraktion. Und ihr habt heute auch viele der neuen Fraktionsmitglieder gesehen, die sich hier eingeworfen haben in die Debatten. Wir sind 118 Abgeordnete. Wir sind eine so vielfältige, so bunte, so junge und so weibliche Fraktion, dass manchen wirklich staunend dastehen, wenn unsere Abgeordneten im Parlament den klaren grünen Standpunkt oder das gemeinsame Projekt der Ampel erklären und dort Rede und Antwort stehen. Und das macht Freude.
das macht Lust auf mehr. Und ich glaube, dass deutlich wird, dass wir ein Interesse haben, Verantwortung zu übernehmen, die auch auszufüllen, diese Aufgabe, die wir mit der Bundestagswahl als dritte Kraft im Land überantwortet bekommen haben. Und liebe Freundinnen, ich weiß, hier und da gibt es dann Fragen, ja, wie wird das denn jetzt mit euch? Ich kann nur sagen, macht euch keine Sorgen. Wir sind eine sehr selbstbewusste Partei. Wir haben engagierte Bundesarbeitsgemeinschaften. Wir haben tolle Landesverbände. Wir haben aktive Leute vor Ort in den Kreis- und Ortsverbänden. Wir sind diskussionsfreudig. Wir haben Ideen und entwickeln Projekte und gestalten natürlich aller Orten. Und das ist das, was uns Grüne ausmacht. Wir haben in diesem Koalitionsvertrag etliche Projekte, die darauf warten, dass wir sie für die BürgerInnen im Land umsetzen. Und an dieser Arbeit machen wir uns jetzt. Liebe und zwar als selbstbewusste Fraktion, die weiß, dass Entscheidungen im Parlament gefasst werden und die auch einen Standpunkt vertritt und darauf achten wird, dass diese Projekte für die Zukunft und für die Bürgerinnen dieses Landes auf den Weg gebracht werden. Und ich freue mich darauf und ich danke von Herzen im Namen aller dir, Annalena und Robert, und natürlich auch allen anderen Bundesvorstandsmitgliedern, für die das auch heute die letzte BDK in dieser Rolle ist. Ricarda zu Hause, Jamila, Michael, Marc, vielen herzlichen Dank für die letzten Jahre, für euer Engagement für diese Partei. Vielen Dank.